Ah, du bist der Typ. Seid gegrüßt. Ich sehe an der Art, wie ihr euch umschaut, dass ihr neu in der Stadt seid. Für nur 50 Goldmünzen kann ich euch von der ruhmreichen Geschichte erzählen, von der einst die mächtigen Arter dieser Metropole posierten. Bitte tut das. Eine solche Geschichte wäre das Eintrittsgeld schon wert. Ah ja, die Stadt, wie wir sie heute kennen, hat die Form eines Halbmondes. Ihre vielen Kais und Docks drangen entlang ihrer Westspitze heraus. Wo der Fluss Kiontar ins sternenreiche Schwertmeer fließt, eine Brücke vor dieser Westküste verbindet das Festland mit einer kleinen felsigen Insel, auf der der alte mächtige Seeturm des Baldoran steht. Dort beginnt die wahre Geschichte. Möchtet ihr, dass ich fortfahre? Ja, bitte. Baldoran, der manchmal auch Baldurian genannt wird, war ein bekannter und gutmütiger Pirat, der in längst vergangener Zeit über das Schwertmeer segelte. Er baute den Seeturm, der seinen Namen trägt, damit er ihn in seinen Heimathafen führte und seine Verwandtschaft, die am Nordufer des Flusses lebte, vor Angreifern warne. Mit der Zeit sammelte sich dort eine lebhafte Gruppe von Händlern und weiteren Seefahrern. Sie bauten die innere Stadtmauer um ihre Waren und Besitztümer vor der allgegenwärtigen Gefahr eines Überfalls durch rivalisierende Piraten oder die Orks zu schützen. Ihr seht verstört aus. Möchtet ihr, dass ich noch weiter fortfahre? Also ja, Baldoran hat dafür gesorgt, dass die Stadt hier entsteht. Er war Seefahrer, beziehungsweise Pirat, und baute den Seeturm. Bestimmt, das ist ganz nach meinem Geschmack. Also hören wir uns die Geschichte weiter an. Baldoran war auf See, als die Entscheidung über den Bau der Mauer gefällt wurde. Und als er zurückkehrte, erfuhr er, dass viele seiner Verwandten jetzt außerhalb der neuen Mauer lebten und vor Angriffen auf die Siedlung nicht geschützt waren. Als die Orks im Frühsommer auf die Stadt vorrückten, brachte unter den Zivilisten das Chaos aus. In diesem Moment wurden Baldorans Segel am Horizont ausgemacht und er kehrte in seinen Heimathafen zurück. Folgt ihr mir noch? Ja, ich bin direkt neben euch. Hellwach, mein Herr. In seiner Wut über solche Arroganz und Selbstsucht erschlug Baldoran den gesamten Rat der Hauptleute und Händler. Er verschonte nur die vier, die sich gegen die Entscheidung des Rates ausgesprochen hatten. Zusammen befahlen sie den sofortigen Bau der äußeren Stadtmauer und des Brückentores, nach dem Baldurs Tor benannt ist. Die Orks sahen sich nun einer geeinten Stadt und entschlossenen Verteidigern gegenüber und wurden besiegt. Für ihre Tapferkeit ernannte Baldoran die vier Hauptleute zu Herzögen der Stadt. Nun, das ist Baldurs Tor in Kurzform. Ich bin recht beeindruckt von eurer Ausdauer. Erzählt mir mehr, ich will alles über diese Stadt wissen. Alos, es gibt eigentlich nicht viel mehr zu erzählen. Baldoran starb schließlich und wurde zur Grabe getragen, und die vier Herzöge vererbten ihre Titel viele Jahre lang weiter. Heute werden die Herzöge natürlich in ihr Amt gewählt, auch wenn sie die Titel bis zu ihrem Tode behalten. Im Laufe der Jahre sind sie jedoch weicher und toleranter geworden, und ich glaube, die Leute würden gerne jemanden mit einer ungewöhnlicheren, energischeren Art in dieser Position sehen. Aber das ist die Zukunft, nicht die Vergangenheit, und wer weiß, was sie bringen wird. Mehr, erzählt mir mehr, ich will alles wissen. Also ihr werdet mir wirklich unheimlich, verschwindet, pst. Okay. Was? Ja, beinahe unter meiner Würde. Das war die Kurzgeschichte über Baldoran. Gut. Wir schließen mal zu Imoen auf. Und wie machen wir dann weiter? Ja, der Diebesgilde auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Und dann würde ich sagen, besuchen wir mal den netten Rage Fast und befreien die Nymphe. Dann gehen wir wieder zu den das Gebiet hier. Also erst zur Diebesgilde, dann Rage Fast und dann sehen wir ja weiter. Gut. So, okay. Wo sind wir? Wir sind hier am Elfgesang. Wir müssen hier aber zur Diebesgilde. Imoen hat den Spitzbubenstein. Und unser toller Diebeskumpel war da drin gar nicht zu sehen. Mhm.
So. Das mit der Katze lief halt nicht so gut wie erwartet. Hallo, mein Freund. Oh, und du kennst das Passwort noch gar nicht. Ja, ich weiß das Kennwort. Fafrit. So ist richtig, Kollege. Nichts leichter als das. Bei dir haben wir nämlich das Kennwort noch gar nicht gesagt. Was? Ja, nichts leichter als das. So. Nichts leichter als das. Du bist jung, ich hab genug davon. So, immerhin. Hatte mal ein kleines Techtelmechtel mit der Herzogin. Wenn ihr wisst, was ich meine. Das war gute Arbeit. Allererste Kajüte. Ganta London fällt rückwärts wieder ins Bett morgen früh, wenn er Spritz kriegt, dass seine edlen Steinchen futsch sind. Du hast dir die Aufnahme in der Gedrehlich verdient, wenn ich das sagen darf. Jetzt kriegst du erstmal sein Teil von deinen den Steinchen. Da gehen wir zusammen gewaltig einheben. Gegenstand gewonnen. Perlen. Perlen zum Verkaufen. Ach, gib das auch mal. Minsk. So. Wir haben übrigens noch einen Haufen Pfeile, die im Moment dann im Addon verballern kann. Hä? Wir sind jetzt beide Spitzbubensteine losgeworden. Das war wohl ein Bug. Was wollt denn ich verschwinde? Okay, der hat uns nichts mehr zu sagen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Tut mir du bist. Lass mich in Frieden. Müsst sterben. Lasst mich in Frieden, wisst ihr nicht, wer ich bin? Ich bin ein Gesandter der mächtigen Nation von Halrua. Und wenn euer armseliges Leben lieb ist, dann gehe ich mir schleunigst aus dem Weg. Gut, wir haben jetzt uns mit ihm hier gut gestellt. Jetzt können wir mal mit dem Anführer der Gilde sprechen. Willkommen, meine kleinen Freunde. Ruht euch aus und behaltet eure Waffen bei euch. Willkommen, meine kleinen Freunde. Nur ruhig Blut und lasst eure Waffen, wo sie sind. Es besteht kein Anlass zur Feindseligkeit. Ich muss mich für Nikos Betragen entschuldigen. Übermäßige Zuvorkommenheit steht einer Diebesgilde sicherlich nicht an. Doch man muss die Leute nicht um jeden Preis gleich vor den Kopf stoßen. Ich bin Altos Tuibult, doch würde ich euch bitten, das nicht allzu oft zu erwähnen. Ihr seid Talisa, eigentlich ist es Imoen. Das ist mir bereits bekannt. Ich kenne euch so gut wie jeden im Baldur's Tor. Ihr seid erst ein paar Tage hier und habt bereits für viel Aufsehen gesorgt. Wollt ihr mir etwas sagen oder soll ich weiteren dumme Träumereien zuhören? Euer Interesse an mir ist sehr schmeichelhaft. Doch stelle ich eure Absichten in Frage. Das ist eine ziemliche Ehre, dass einer wie ihr an meinen Reisen interessiert ist. Er ist der Anführer einer der mächtigsten Jäger in Baldur's Tor, also ist es wirklich eine Ehre. Ich bitte euch, spart euch eure schmeichelhaften Ausführungen für andere Gelegenheiten. Ein grober Klotz wie ich weiß damit gar nichts anzufangen. Ihr habt noch nie von mir gehört und mir ist es vollkommen egal, wohin euch eure zukünftigen Wege führen mögen. Solange ich euch aber in dieser Stadt aufhalte, muss ich mich mit euch befassen. Ich würde mir gerne eure Fähigkeiten zunutze machen und euch einen kleinen Auftrag erteilen, für den ihr euch insbesondere deshalb eignet, weil ihr in dieser Stadt unbekannt seid. Ich bin ziemlich sicher, dass unter den Mitgliedern einer Diebesgilde viele zu finden sind, die vor allem fähig sind, was von ihnen verlangt wird. Was man von ihnen verlangt. Die Gefahr, erkannt zu werden, ist von geringer Bedeutung, wenn man fähig ist, sie unsichtbar zu machen. Warum braucht ihr mich? Ich bin weder an eurer Organisation interessiert, noch daran, für sie zu arbeiten. Tut mir leid, aber wir müssen woanders umsehen. Was genau soll ich tun und wie wäre die Belohnung für meine Dienste? Wie gut könnt ihr bezahlen? Warum braucht ihr mich? Scharfsinnig, sehr scharfsinnig. Ich verfüge in der Tat über eine große Anzahl außergewöhnlich fähiger, tapferer Leute. Doch viele machen derzeit Urlaub in der Garnison. Na, da sind sie aber wirklich sehr fähig, toll. Der Räuber wegen war die Karte letzter Zeit äußerst wachsam und so konnte es ihr gelingen, einige meiner, wie ich neidlos zugestehen muss, besten Leute zu schnappen. Zum ersten Mal seit Bestehen der Gilde haben wir darum mit einem Mangel an Dieben zu kämpfen. Was genau soll ich tun? Die Sache, um die es sich dreht, ist eine recht verzwackte. Es gibt hier einen Zauberer mit Namen Shandola. Er wohnt in einem am Boden verteuten halruanischen Himmelsschiff. Offenkundig verfügt über die notwendigen Kenntnisse zum Bau solcher fliegenden Wunder und steht derzeit mit Großherzogin Lia Janach in Verhandlungen über den Verkauf der Rezeptur. Wir haben doch aus Versehen mal über dieses Schiff was gehört. Um die Schiffe in der Luft zu halten, benötigt man offenbar dreierlei. Die Anleitung zu einem bestimmten Ritus, ein ungewöhnliches Bruchstück sowie eine antike Statuette. Für die Dauer der Verkaufsverhandlungen hat er diese Zutaten bei seinen Töchtern hinterlegt. Ein Vertreter der Hanuaner wandte sich an mich.
Meist doch nicht sonderlicher Pich darauf, dass in sämtlichen Häfen Unmengen von Wolkenschiffen gebaut werden. Eure Aufgabe besteht darin, den Ort der Übergabe herauszufinden, euch heimlich dorthin zu begeben, die Zauberzutaten zu stehlen und mir zu bringen. Im Grunde gar nicht weiter schwierig, ihr solltet gut dafür bezahlt werden und mehr Gold erhalten, als ihr tragen könnt. Sowie als Dreingabe, wenn alles zu meiner Zufriedenheit verläuft, eine Zauberwaffe oder vielleicht auch zwei. Es kommt ganz auf euch an. Nicht gut genug. Ich möchte einen festen Preis und die Hälfte davon im Voraus. Nein, so dreist sind wir jetzt mal nicht. Scheint sich um einen recht unkomplizierten Einbruch zu handeln, der für mich leicht auszuführen sein müsste. Ich nehme die Herausforderung an und hoffe, sie wird meinen Stand innerhalb der Gilde verbessern. So ist's recht. Da wir eure Zustimmung haben, stehen wir ganz zu eurer Verfügung. Ihr könnt von allen Einrichtungen der Gilde nach Belieben Gebrauch machen. Lasst die anderen Mitglieder von eurer Anwesenheit wissen, sagt ihnen, dass ihr meine Erlaubnis habt, dann lauft die gleichen Gefahr, dass sie euch beim ersten Anblick töten. Für eure Mission habt ihr einen 10-Tag Zeit, 10 Tage nur. Von meinen Kundschaftern weiß ich, dass die Übergabe der Zauberelemente an die Herzogin heute in 10 Tagen im Haus des Oberrhein erfolgen wird. Euch stehen also mehrere Möglichkeiten offen. Ihr könnt eine der beteiligten Parteien unmittelbar dazu überreden, euch die Dinge auszuhändigen, oder ihr könnt sie ihnen unter der Nase wegstehen. Viel Glück. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Willkommen, meine kleinen Freunde. Ruht euch aus und behaltet eure Waffen bei euch. Okay, neue Tagebucheinträge. Ich habe Nile und Wedge in der Diebeswege getroffen, nachdem wir von der Stadtgarde geflohen waren. Wir haben das Gold, das wir wollten, und haben uns für heute Nacht ein höheres Ziel gesetzt. Ein Juwelenhehler namens Gantolandon ist unser Ansinn. Und wir sollen uns bei der funkelnden Klinge treffen, um die Tat zu besprechen. Von dem Höhler müssen wir einen Spitzbubenstein stehlen. Wieder darf nur ein Dieb sichtbar sein. Alle anderen Gummilieder müssen außer Sichtweite warten. Bei der Tour heute Nacht mit Nadel und Reach werde ich zum Clown hineingehen. Wet Edge wird draußen Wache stehen und Nalen wird mir Deckung geben. Nach der Tat treffen wir uns bei der Diebesgilde. Ich habe Nalen bei der Diebesgilde getroffen und verständlicherweise war er glücklich. Wir haben die Edelsteine von Gantolandon geklaut und die reiche Beute zwischen uns aufgeteilt. Ich glaube, ich habe mir den Respekt verdient und werde gleichwertig angesehen. Das hilft mir sicher für die Zukunft. Alatos Tribult hat mich für den Raubzug angeheuert. Ich soll das Anwesen von Oberon eindringen und diverse magische Bestandteile von den drei Töchtern von Shandala stehlen. Diese Bestandteile sind die Zutaten für die haloranischen fliegenden Schiffe und die Haloraner wollen ihr Geheimnis bewahrt und die Gegenstände gestohlen haben. Alatos schlug vor, dass ich entweder die Töchter überzeugen sollte, die Gegenstände herauszugeben, oder diese unter ihrer Nase verschwinden lassen sollte. Es sind folgende Gegenstände: ein Zauberbuch, das die nötigen Rituale beschreibt, eine kleine Statue unbestimmten Ursprungs sowie ein Fragment eines mächtigen Artefakts. Ich soll zur Diebesgilde zurückkehren, wenn das alles in meinem Besitz ist. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Beinahe unter meiner Würde. Wir wissen ja ungefähr, wo diese Villa ist. Und da wir nur einen 10-Tag Zeit haben dafür, sollten wir uns da auch gleich auf den Weg hin machen. Gut. Wir holen uns dann eben diese Komponenten. Obwohl, ich glaube, ich mache vorher die Quests mit, die ich da oben beim Herzogspalast noch habe. Nämlich hier. Zum einen. Hier müsste irgendwo das Haus mit der Katze sein, genau. Und das ist Petrin. Petrin ist ein kleines Mädchen. Hallo? Klingt aber wie eine erwachsene Frau. Hi, ich bin Petrin und habe keine Familie mehr. Und ich bin von meinem Onkel Birn weggelaufen, weil er echt gemein ist. Aber meine Katze ist echt ein Engel und sie beschützt mich, wenn mal was passiert. Zumindest war das mal so, aber im Moment finde ich sie nicht. Ich glaube, sie ist zu meinem Onkel zurückgegangen, um ihren Ring zu holen. Da gibt es diesen Ring, mit dem sie so gerne spielt, aber als ich weggelaufen bin, musste ich ihn bei meinem scheußlichen Onkel lassen. Wenn ihr mir nur diesen Ring holen könntet, dann würde Angel bestimmt zurückkommen. Würdet ihr das tun, bitte?